Hallo und herzlich willkommen zu Wildshade. Finally ist es da. Wir können ins Spiel reinstarten. Wildshade ist endlich released. Und ich mache direkt mal so die ersten Rennen. Für alle, die auch neu dabei sind. Wildshade ist ein kostenloses Pferde-Racing-Game. Und ihr könnt, wie es schon der Name sagt, auch jetzt gerade kostenlos reinstarten ins Spiel. Und ihr seht jetzt selber hier, gegen andere Spieler, das heißt gegen die Aufzeichnung anderer Spieler, denn das ganze Game ist nicht online, könnt ihr dann racen und hier um die Highscores kompetieren, also quasi gegeneinander battlen. Und wir racen jetzt erstmal unsere ersten Rennen mit unserem neuen Account, wieder mit John Unicorn und unserem ersten Pferd. Ich habe tatsächlich vergessen, ich glaube es ist Jubilee Snowball, hier ist unser erstes Pferd. Ihr seht selber noch, oh mein Gott, ich bin ein Dulli. Aber Moment, habe ich jetzt gerade den... Wenn man das als Erster einsetzt, trifft es tatsächlich den Zweiten. Oh mein Gott. Wie gut ist das denn? Oh je, mein Husten ist immer noch nicht so ganz weg. Es kommt einem gerade richtig langsam vor, wenn man so diese andere Geschwindigkeit gewohnt war. Aber man hat auch am Anfang immer erstmal Leute, die ungefähr auf einem Niveau sind. Aber es wirkt halt doch nochmal richtig lang. Außerdem hat man halt am Anfang auch noch nicht das Driften drin. Also alleine dadurch wirkt es einfach nochmal so ein bisschen langsamer. Na, Bombe haben wir auch gezündet gerade. Oh mein Gott, da hat doch noch der eine einen Highspeed bekommen hier. Oh nein. Wir müssen hoffen, dass wir jetzt gerade nochmal eine gute Sache bekommen. Komm, 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 komm. No way. Nein. Oh mein Gott, wie ärgerlich. Das war gerade... so ärgerlich. Wir wurden halt von hinten getroffen und konnten nicht nach vorne feuern. Also es war beides nochmal so doppelt mies. Dann... Wir kommen aber eigentlich ganz gut durch. Das Driften fehlt mir halt auf jeden Fall noch. Das Driften kriegt man nämlich erst mit Level 5. Bis dahin können wir halt noch gar nicht... Da war eine Abkürzung. Habt ihr die gerade gesehen? Da ging es tatsächlich nach rechts nochmal weiter. Ah, sehr gut. Wir haben den einen erwischt. Bringt nämlich auch nochmal richtig gut Punkte. Punkte brauchen wir. Oh mein Gott. Das hier haben wir jetzt auch nochmal. Nice. Wir kommen gut durch. Wir müssen halt jetzt irgendwas was bekommen noch, was uns so ein bisschen schützt. Das ist natürlich jetzt super schlecht gewesen mit dem Wirbelsturm. Wir haben halt gerade tatsächlich nichts mehr in der Hand. Idealerweise kriegen wir jetzt noch einen Speed-Teil. Ja, das ist nämlich jetzt genau das Problem. Komm, 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 komm. Sehr gut. Wir sind ganz gut durchgekommen. Leider in der zweiten Runde haben wir leider ein bisschen was verloren. Aber das ist doch schon gar nicht schlecht. Erstes Rennen für John Unicorn und unser neues Pferd Jubilee Snowball. Was jetzt auf jeden Fall auch erstmal Level 30 werden muss. So, wir haben hier unsere ersten Sonnenkristalle. Und gucken wir mal direkt mal, dass wir auf den anderen Bereichen dann auch noch ein paar ganz gut Punkte machen. Ich hoffe halt, dass wir sehr, sehr schnell jetzt erstmal auch das Driften freischalten. Denn Driften macht halt doch schon einiges aus. So, Perfect Star ist natürlich erstmal super, dass wir das jetzt halt schon von Anfang an wissen. Beim letzten Mal habe ich mich ja da super schwer getan. Generell, wenn ihr Fragen zum Game habt oder irgendwas dergleichen, gerne einfach in die Kommentare reinhauen. Dann beantworte ich die euch so gut wie ich kann immer.
Gerade wenn wir jetzt auch noch nicht driften können, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir immer so ein bisschen noch die Blobbles holen. So. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, doch, wir sollten schon hier versuchen, alles mitzunehmen. Geh mal lieber außen rum und dafür auf Nummer sicher mit den ganzen Sachen. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen too much von der Kurvensache her. Ah, ohne das Driften merkt man halt doch schon an vielen Stellen, dass es echt schwierig ist teilweise. Aber die Bombe schützt uns wirklich ganz gut nach hinten. Jetzt ist die Frage, außenrum oder innenrum. Ich bin meistens eher zufrieden, wenn man hier oben rumreitet. Ich glaube, Sport ist tatsächlich jetzt stärker geworden von den Punkten her, was das bringt. Nein! Ah, oh, verdammt! Wir sind wirklich mal so einen kleinen Ticken zu langsam. Was hat er hinter uns? Ich habe es nicht genau gesehen. So, also es wird nicht schlecht, aber wir haben halt 50 Punkte verschenkt. Bombe geht immer ganz gut. Jetzt sind wir halt gerade sauweit nach hinten durchgereicht worden. Einfach nur wegen dem... Oh nee, ey, das ist immer so richtig dumm, wenn man so mittendrin hängt. Ja, jetzt kriegen wir halt gerade das Schild zum falschen Zeitpunkt. Aber wir sind natürlich immerhin schneller. Von daher passt das schon. Also Schild ist hier ein verdammt gutes Item. Also das Schild ist richtig gut. Wir probieren jetzt mal das Ganze hier durchzumachen, damit wir nochmal hier ein Item bekommen, was uns vielleicht was bringt. Oh nee. Jetzt haben halt irgendwie alle haben halt Flug bekommen. Und deswegen sind halt alle gerade nochmal an uns vorbeigerast. Es ist halt ein bisschen ärgerlich, aber gerade am Anfang ist es recht egal, weil wir halt erstmal schauen müssen, dass wir überhaupt bis zum Driften hinkommen. Weil ihr seht teilweise, dass die Bots schon driften. Und wir halt noch gar nicht driften können. So. Und gerade am Anfang, wir werden halt immer und immer deutlich schneller. So, da seht ihr nämlich jetzt hier schon. Oh mein Gott, das ist mir da niedrig gerade. Aber wir haben jetzt noch ein Rennen. Und je nachdem, wie wir da jetzt abschneiden, aber wir können unsere Punkte noch deutlich erhöhen. Also wir haben wirklich noch einiges an Optionen oben in den anderen beiden Rennen. Gerade eben auch, weil wir halt noch nicht driften können. Weil sobald wir driften können, kriegen wir erstens mehr Punkte. Und zweitens sind wir halt auch nochmal ein ganz schönes Stück schneller, was auch nochmal mehr Punkte bringt und uns halt nach vorne bringt. Oh, Gottes Willen. Das ist halt oftmals super close alles. Die Phoenix-Sachen haue ich deswegen übrigens meistens immer direkt raus. Weil wir das einfach, es macht halt keinen Sinn, dass wir das die ganze Zeit halten. Von daher versuche ich halt immer den
den Phoenix möglichst zeitnah rauszuhauen und wir irgendwas bekommen. Was ist am besten halt noch ein bisschen so nach hinten absichert. Sowas hier zum Beispiel. So, diesmal sind wir nämlich gut durchgekommen. So hätte das eigentlich beim ersten Mal auch sein können. Ist immer voll schade, dass wenn das abgeblockt wird, kriegt man halt gar keine Punkte dafür. So, wir müssen jetzt hier noch am besten... Oh mein Gott, das ist super ärgerlich gerade, dass wir gerade mitten im Sprung abgefangen wurden. So, jetzt kommen wir hier ganz gut vorbei. Die sind eigentlich nicht so schnell. Oh mein Gott, war das jetzt gerade... Das war unfassbar knapp. Das war halt wirklich knapp, weil wir an dem Zeitpunkt auch super leicht hätten uns selber treffen können. Dann wären wir halt komplett raus gewesen. Nice. Da sind wir jetzt richtig gut durchgekommen. Also das war jetzt... Beide Runden sehr souverän und dürfte daher gehen auch ganz gut Punkte noch zusätzlich bringen. Gucken wir uns das Ganze mal an, wo wir jetzt dann insgesamt stehen. Also die anderen beiden Runden, wie gesagt, haben noch definitiv Potenzial nach oben. Wir sind auf 1? Ich hätte gedacht, das ist nicht ganz reicht. Ich hätte gedacht, Top 3 hätte ich gedacht. Ja, das ist doch schon mal ganz nice. Also wir haben definitiv noch in den anderen beiden Runden ganz viel Potenzial nach oben. Alleine, weil wir noch nicht driften können. Driften macht dann jede Menge aus. Ihr seht jetzt hier gerade, driften gibt es ab Level 5. Das holen wir uns dann auf jeden Fall auch. Und dann heißt es ab jetzt, auf nach Wildshade. Ich sage danke fürs Zuschauen. Eure Fragen und Anregungen gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. It's like I can't breathe, I can't breathe, yeah. Girl, you know you made me see, and you know you made me feel. Don't run away, please don't leave, please don't leave me. Hey, you know I love you so much, you know I can't let go, you know I can't get enough. You know I want more of your touch, you know I adore you so much. Baby, I can't help myself. Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Baby, I can't help myself. Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Hey, I wanna stay with you. I wanna do the things you do. We'll find a way to make it through, girl. Can't seem to find the words to say. Baby, I want you to stay. I'm thinking of you every day, yeah. Hey, you know I love you so much, you know I can't let go, you know I can't get enough. You know I want more of your touch, you know I adore you so much.